herzlich willkommen im Jahr 2020, Hashtag 3, neues Empfang. Wir wünschen euch viel Gesundheit, viel Spaß und viel Freude. Am Samstag lud die Stadt Ramstein-Wiesenbach unser CCR ein. Aber vorher haben wir noch zwei neue Elferräte in unserem Verein begrüßt. Und einen neuen Zeremonienmeister haben wir auch bekommen. So schaut es aus, liebe Bruchkatzenfreunde. Nach einer kurzen Neujahrsbegrüßung vom Prinzenpaar übernahm unser Vizepräsident Andreas die Vorstellung der zwei neuen Elferräte. Für die Zeremonie traten die Herren Jimmy Fahrt und Peter Schneller vor das närrische Volk. Seid ihr bereit, bei allen Anweisungen des Präsidenten blindlings zu folgen? Mit der offiziellen Überreichung der grünen Jacke und der Narrenkappe war es aber noch lange nicht getan. Das mit dem Trinken müssen wir noch üben. Das üben wir noch. Von heute an. Von heute an. Auf immer und ewig. Auf immer und ewig. Der ganzen Welt zu zeigen. Dass ich ein Narr bin. Alles für die Katz. Auch war die Zeit gekommen, einen neuen Zeremonienmeister begrüßen zu dürfen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die Erich Wolf über Jahrzehnte lang mit Würde vollzog, darf von nun an Peter Schneller übernehmen. Danach ging es für alle ins Kongresscenter, denn die Stadt Ramstein-Wiesenbach hatte zum Neujahrsempfang eingeladen. Viele Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt und neben den Ramsteiner Bruchkatzen waren natürlich auch die Miesenbacher Philippscher mit dabei. Die Begrüßung übernahmen die Stadtratbeigeordneten Ludwig Linzmeier und Gisela Paff. Es folgte die Ansprache von Bürgermeister Ralf Hechler mit Rückblick auf 2019 sowie der Ausblick auf das Jahr 2020. Anschließend folgte eine Show-Einlage der Tanz AG vom Reiswald-Gymnasium aus Ramstein-Miesenbach. Dann war es soweit. Die Bruchkatzen und die Philippscher wurden auf die Bühne gebeten. Auf Ramsteiner Seite mit dem Prinzenpaar Nadine die Zweite sowie Prinz Markus der Erste und auf Miesenbacher Seite mit Prinzessin Jana der Ersten. Fürs neue Jahr, dass alles, was im alten Jahr schlecht war, besser werde und alles, was gut war, genauso bleibt. Aber vor allen Dingen Gesundheit. Lautstark übernahm Vizepräsident Andreas Franz die Begrüßung sowie die Vorlesung der Proklamation mit dem Prinzenpaar. Als Liebhaberin des Tanzes in allen Facetten ist es der Prinzessin Wunsch, nach dem Rathaussturm, ein Weiberfastnacht, einen Freestyle mit allen Anwesenden vor dem Rathaus am Löwenbrunnen durchzuführen. Auch der Unterhaltungsverein Miesenbach mit Präsident Michael Schönborn und Prinzessin Jana las aus ihrer Proklamation vor. Auch die Miesenbacher Philippscher, der Unterhaltungsverein Miesenbach, wünscht Ihnen alles Gute für 2020 oder 2020. Es folgte die traditionelle Schlüsselübergabe der Stadt Ramstein-Miesenbach an beide Vereine. Der Senat des KV Bruchkatze Ramstein verlieh mit Senatspräsident Johannes Kneip einen großen Senatsorden an drei auserwählte Bruchkatzen. Mit dem Prädikat Alles für die Katz, vorgelesen von Tanja Franz, wurden folgende Personen ausgezeichnet. Franz Trinkaus, Senator. Mandy Pfaff, Trainerin. Und Hans Schenkel, Fotograf. Auch bekamen 16 Personen aus 16 Vereinen von der Stadt Ramstein-Wiesenbach für ihre großen ehrenamtlichen Dienste eine Bürgermedaille überreicht. Über diese ehrenwürdige Auszeichnung durfte sich in diesem Jahr unser ehemaliger Zeremonienmeister Erich Wolf freuen, denn ausgewählt wurde er hierfür vom KVR. Nachschau, unsere Wochen sind vollgepackt. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt Katzen on Tour.